Seid mir gegrüßt, liebe Freunde, zum neuen Part von Bayonetta 2. Ja, wir haben im letzten Part halt das Kapitel Nummer 4 gestartet. War das Kapitel 4 oder war das Kapitel 5? Keine Ahnung. Warte mal, wo sind wir gerade? Im Kapitel 4. Ja, Kapitel 4 sind wir gerade. Und, ja, Loki ist entführt worden von diesen komischen, Engelssphären. Die haben die ja mitgenommen. Da war es ein richtig cooler Bossfight, wo ich übelst verkackt habe. Dann ist er runtergefallen und der gute Luca hat ihn gefunden. Und jetzt sind wir immer noch hier und wollen zu diesem riesengroßen Turm da hinten hingehen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ja, ich werde mal gucken, was natürlich heute hier passiert. Oh, der erste Gegner. Ih, was bist du denn? Ih! Fidelity. Die sehen irgendwie aus wie Fiddlesticks, besser gesagt. Aha. Aua. Bist du ekelhaft. Oh. Das ist gemein. Weil der greift sofort dreimal an. Du kannst gar nicht viel machen. Ah, gut. Das war ja eklig, das Viech. Ah, wieder eine Schallplatte. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt im ersten Teil alle Schallplatten gefunden hatte. Und ob ich hier alle finden werde. Oh, ne Gold. Goldene LP der Engelshymnen. Der Hölle Rache. 1 von 2. Ja, da werden wir auch wieder alle finden. Ich glaube nicht, dass ich alle finden werde, aber ich versuche es auf jeden Fall. Kann ich da hin? Ich glaube nicht, dass ich... Nee, da kam ich nicht hin. Oh! Nein! Ich dachte... Ich komme da nicht hin. Ich dachte, da wäre eine Alpha-Wand oder so, aber nein, da war keine. Ist ja auch geil. Jetzt kein Mond zu sehen. Ja, wird der jetzt bestimmt kommen, oder? Oh, doch nicht. Ich habe einfach mal den Turm kaputt gemacht. Ja, gut. Man hätte auch was anderes machen können. Man hätte einfach sagen können, okay, ich lasse den Mond spawnen. Aber nein, man muss natürlich beweisen, dass sie einfach mal so einen Turm wegtreten kann. Das wäre auch anders möglich gewesen. Aber Leute, ich kann euch sagen, ich bin so froh, dass es dieses Angel Attack Ding nicht mehr gibt. Das war so ein Schwachsinn. Ja gut, du hättest... Ah, ja, jetzt macht man den Vollmond. Alles klar. Das hätte man auch anders machen können. Aber dass der so riesig ist... Auch ein bisschen komisch war, dass es eigentlich jedes Mal immer Vollmond ist. Nee, aber wie gesagt, ich finde es toll, dass es nicht mehr dieses Angel Attack Ding da kommt. Weil das war ein Mist vom Herrn, ey, das durfte gar nicht. Mist vom Herrn. Das passt auch ein bisschen. Au. Ich krieg irgendwie ein bisschen zu viel Schaden immer hier irgendwie. Na gut, aber es kann nicht immer einfach sein. Wow. Oh, was habe ich denn da jetzt gerade gemacht? Das sah ja geil aus. Ja, na gut, der Frosch hat mich ja geholfen. Aua. So. Das musste ich jetzt mal so machen. Ich habe jetzt gerade mal den Stampfer eingesetzt. So. Down. War kein, also ist auf jeden Fall keine gute Medaille, oder? Oh, aber Gold. Dafür viele Kombos gemacht und dafür habe ich halt natürlich noch Gold bekommen. Alles klar. Aber ich finde das... Ach, der Mond sieht so schön aus einfach. Aber du kannst halt nicht schlafen, wenn es Vollmond ist. Also ich kann zumindest nicht schlafen, wenn der Vollmond immer scheint. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... nee. Also ich kann das überhaupt nicht. Ah, hier ist wieder... Eine geheime Schatztruhe. Die machen wir auf. Ja, ja. Oh. Ach so. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich jetzt da rankommen soll. Jawohl. Geschafft. Jetzt pass auf, jetzt ist auf einmal der Mond weg so und dann sterben wir. Die Scherben ergeben zusammengefügt den ursprünglichen... Blabla. Keine Ahnung, was da gerade stand. So. Mal schauen, was da drin ist.
Und was haben wir? Eine zerbrochene Mondperle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Alles klar. Dann können wir weiterlaufen. Eine kurze Sache, die ich auch nochmal erzählen will. Ich habe ja hier mein Setup. Oh, was denn jetzt? Ich wollte doch etwas erzählen! Ich konnte gerade nichts machen. Mann, du hast mich gerade von meiner Geschichte unterbrochen. Na gut, ich habe mich halt sowieso keinen interessiert. Aber ich wollte es trotzdem nicht erzählen. Oh, du hast ja wieder dein komisches Ding hier wieder. Bam, bam, bam. Aua. Ich muss ein bisschen auf mein Leben achten. Es gibt ja wirklich Leute, die können das Spiel durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Ich frag mich immer wieder, wie das funktioniert. Na gut, es gibt viele Leute, die das immer wieder spielen. Und die das ja bis zum Erbärzten trainieren. Du musst halt immer perfekt versuchen, die Dings zu erwischen. Schon. Und das war's. Und wieder mal einem Dämon beschwören. Na gucken, wer dies bekommt. Oh, mein Kätzi. Mein Katzi, Tatzi, Flatzi. Ja, komm, beiß zu. Beiß in den Kopf ab. Beiß in den Kopf ab. Komm schon. Nom, nom, nom. Jawoll. Das hat doch geschmeckt, wa? Lecker. Geschafft. Ist der Mond wieder natürlich wieder weg. Ist ja klar. Oh, guckt euch das mal an. Das Coole ist, je mehr Schaden ihr bekommt, desto mehr sieht man natürlich halt auch diese Hände von Inferno, die halt einen greifen möchten. Das finde ich auch so ein cooles Detail, muss ich sagen. Ich finde sowieso alles hier in dem Spiel ist einfach nur übelst cool. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte, nein, nicht umblättern. Ich will nicht umblättern. Ich will einfach nur... Ich will was mixen. Ich komme nicht auf die andere Seite. Hä? Bin ich gerade blöd? Wo kann ich denn nochmal mixen? Warte mal, wo war denn das jetzt? Hä? Ja, hier. Hier kann ich mixen. So. So. Dein erstes Mal. Ja, hatte ich noch nicht. So, was haben wir denn noch hier? So, nehmen wir mal den Lolli. Nee, nicht ausrüsten. Benutzen. So. Und jetzt sind die Arme auch wieder weg. Ich habe keine anderen Waffen, das ist auch gut. Okay, dann können wir weiter. Tür, öffne dich! Oh, wo sind wir denn jetzt schon wieder hier? Ja, hier ist doch wieder eine riesengroße... Oh, Loki. No time. I have to get to Fimbulventer. Why? Why do I have to go there? What is on the mountain? My head feels like it's gonna burst. I have to get to that mountain. Shit! What was that? Nice mask, mate. Headed to that witch's party. Not the best costume I've ever seen, but... She doesn't seem like the picky type. Just don't get in my way. Where is she? So you are going to her party. Quite the popular one, isn't she? Sorry, mate, but I haven't the fucking slightest. Haven't seen her in ages. Besides, even if I knew, she and I have a special relationship. Then this will be all the easier.
Eine Faunfeder? Alles klar, ich weiß, wer der Typ ist. Aber warum? Der ist doch tot. Warum? Hä? Wisst ihr, also, wer natürlich, ich weiß, wer der... wenn ihr wisst, wer der natürlich ist, aus dem ersten Teil kennt man ihn ja schon, aber warum lebt der? Ach! Hier schon wieder. Darf ich mich bitte einfach mal um diesen Typen kümmern, der gerade Loki einfach angreift? Jawohl, reines Platin. ich muss aber ehrlich sagen, mir geht irgendwie Loki so ein bisschen auf den Sack. Also der ist so ein Charakter, der mir gerade so ein bisschen nervig ist. Ich kann auch nicht mal sagen, warum der mir auf die Nerven gibt, aber irgendwie... Jawohl, wir haben die LP zusammen. Sehr gut. Das heißt, wir können es auf jeden Fall abgeben bei Ronan. Rodan. Und da freut er sich auch. Aber auch ein bisschen komisch der Satz. Ja, ich habe sie seit Jahren nicht mehr gesehen. So. Sind jetzt Jahre vergangen hier oder was ist hier los? Also es hört sich zumindest so zu an, weil gut, man weiß natürlich nicht, wie lange die jetzt halt weg waren. Also ich glaube mal, dass hier im Paradies so die Zeit ein bisschen anders ist als hier halt auf der Erde. Was? Ich bin naughty? Ich bin... Aber was heißt nochmal naughty? Du bist mir aber einer oder so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, mein Englisch ist ja not yellow von der Eck. Aber ich will IT machen, wisst ihr? Ich kann noch nicht so gut Englisch, will aber unbedingt IT, Oh, wie süß. Oh, zwei Liebende auf der Bank. Oh, sehr süß. So, nehmt euch ein Zimmer. Oh. Ach, seid ihr das in Wirklichkeit gewesen, oder was? Boah, du mit deinem blöden Schild, ey. Boah, Mann, ich wehre ich doch die ganze Zeit aus. Hä? Hallo, ich setze doch die ganze Hexenzeit ein. Jetzt, danke. So. So. Geht doch. Oh, hab ich den in den Boden gerammt? Komm, so, du blöder Schildheini. Eine Nervensäge. So. Na gut, ich könnte jetzt die LP abgeben, aber die machen wir später, wenn ich mehr habe. Die geben wir später ab. On little children. I'm not a child. A mask. Let me guess. This is one of your assistants, little one. Nothing comes to mind, love. Sorry. Maybe you've got something you'd like to tell me, love. I'm not a fan of getting wrapped up in domestic disputes. Trust me, little one. He's not my type.
You're a Lumen Sage. Maskierter Lumenweiser. Oh, das wird interessant. Oh! Oh, der kann auch Leute beschwören. Oh, ich kann nicht ausweichen. Oh, das wird jetzt ein richtig geiler Bossfight. Oh, der hat was drauf auf jeden Fall. Aber war auch ein paar Tricks auf Lager. Au. Au. Ach, der kann das auch. Ja, ich glaube, die können beide das gleiche. Also die Lumenweisen und die Umbra-Hexen können beide die gleichen Fähigkeiten. Sind natürlich aber nur anderen Leuten sozusagen oder anderen Mächten halt bedienen. Ach du Scheiße, der! Boah, wie geil! Das ist ja übelst episch! Boah! Mir gerade eine Säbelzahntierkatze geholfen? Auch aufpassen, dass da nicht das andere Viech mich da auch noch drückt. Los, meine liebe Katze, mach ihn platt! Greif zu! Au! Was hat der für Moves? Das ist auf jeden Fall ein geiler Bosskampf. Da haben sie sich echt was Cooles einfallen lassen. Vergiss es, Mann. Oh, da musst du mich richtig anstrengen. Oh. Jawohl. Der Kirchen hat mir gerade nicht in die Arsch gerettet. Los, greif zu, du bist stärker als er. Jawohl. Hey, einmischen gilt nicht. Madame Butterfly. Oh, wie hieß der denn nochmal? Das ist doch der. Ja, du siehst voll, dass es Vater Balder ist. Ja, jetzt habe ich gesagt. Aber ich glaube, das habt ihr euch auch schon gedacht. Das sieht man auf volle Kanne, dass der das ist. Wow! Warte mal ganz kurz, halt. Ich muss was schnabulieren. Sonst wird's. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich werde jetzt gerade alles. Oh, warte mal. Was war nochmal diese? Was hat macht nochmal die Locke? Arsch, Alter, jetzt hole ich mir ein bisschen mehr Hilfe hier. Bam! Hat sie gerade mit angegriffen? Ist das ein epischer Kampf, Mann? Ist das geil? Das ist ja übelst cool gemacht. Boah, ist das. Mitten in der Stadt hier so auf einmal sind hier überall. Ey, wo ist Madame Butterfly? Die Musik dazu. Epischer geht's nicht. Zack. Hey. Jawohl! Wie geil! Ich spiele sie! Boom, bam! Ist das geil, Kinnhaken? Jawohl, komm, du bist stärker. Bam. Ey, Schlacht der Giganten oder so, so werde ich das nennen.
Oh, ist das geil! Ist das episch! Und kein Mensch sieht davon irgendwas. Oh, nur ein Silber bekommen. Oh, aber wie geil! Was für ein geiles Kapitel! Oh, ich will nochmal sowas! Oh, ich will nochmal sowas! Sowas war cool! Kapitel 1 bis 4 abgeschlossen. Und wir kriegen weitere Verskarten. Okay. Oh, ganz schön viele Verskarten. Nice. Oh, das Bock gemacht. Die Kathedrale der Kaskaden. Ah, das ist also unser nächstes Gebiet. Ja, Leute, da würde ich sagen, ich muss erstmal diesen geilen Kampf irgendwie verarbeiten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs dabei sein und ja, haut da rein. Macht's gut. Tschüss, bis morgen.